Herzlich willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films I'm Thinking of Ending Things. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind die Netflix vor in Neubesetzung oder in alternativer Besetzung. Zum einen der Klassiker, der Dominik ist mit dabei, hallo. Ich denke darüber nach, diese Beziehung zu beenden, aber hallo. Das hättest du vielleicht nicht öffentlich sagen können, wir reden dann später nochmal drüber. Dann mit dabei ist auch der alte Hase, der Max. Ja, hallo Hase. Und neu im Team, statt dem Christopher, den wir hiermit sehr, sehr lieb grüßen, ist der Paul. Hallöchen. Hallo. Ja, wir reden, wie gesagt, über I'm Thinking of Ending Things, der seit neuestem bei Netflix verfügbar ist. Es ist eine Netflix-Eigenproduktion. Und normalerweise ist der Christopher ja derjenige, der immer die Handlung ganz wunderbar und formidabel zusammenfasst. Mhm. Da der Paul ihn aber rausgeekelt hat. Als Gerücht. Muss es jetzt jemand anderes tun? Ich würde mich mal anbieten. Ich würde einfach sagen, es geht um Folgendes. Ein Pärchen fährt zu den Eltern des Mannes. Sie will Schluss machen, sagt es ihm aber nicht. Die Eltern sind komisch. Dann fahren sie wieder zurück. Unterwegs essen sie ein Eis. Und zwischenzeitlich sieht man einen Hausmeister in einer Schule. Richtig. Und putzt. Ja. Jetzt würde ich gleich mal zur Wertung kommen. Und dann zum Spoiler-Teil. Wir werden am Anfang wirklich versuchen, Spoiler und vor allem interpretationsfrei diesen Film zu behandeln, werden dann aber, glaube ich, recht bald eine Spoiler-Interpretationswarnung raushauen. Und ich glaube, dann könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Aber versuchen wir es erstmal ohne. Und meine erste Frage, die ich jetzt mal gleich an unseren Neuzugang stellen werde. Paul, ist dir der Name Charlie Kaufman ein Begriff? Ja, natürlich. Jetzt üblich. Nein, ich habe dann mal nachgeguckt. Ich habe tatsächlich einen Film, habe ich von Charlie Kaufman vorher gesehen. Nämlich Anomalisa. Mhm. Ein Stop-Motion-Film war das. Und ansonsten war er mir nicht so bekannt. Ich konnte mich auch nicht mehr ganz an Anomalisa erinnern. War mir nur so im Kopf, dass er mir eigentlich recht gut gefallen hat. An Stil und ja, inszenatorische Kraft konnte ich mich gar nicht mehr mit dem Regisseur. Wusste ich gar nicht mehr, was ich über ihn denken soll. Und deswegen, ja, wurde ich dann auch hier dementsprechend definitiv nochmal überrascht. Okay. Dominik, du kennst dich, glaube ich, mit Charlie Kaufman ein bisschen besser aus, oder? Ja, schon. Ich habe, ja, es ist jetzt seine dritte Regiearbeit, aber was er als Autor so verzapft hat, habe ich eigentlich größtenteils eigentlich alles gesehen. Ich war auch sehr enttäuscht, dass dieser Chaos Walking, der seit gefühlten 1000 Jahren immer wieder verschoben wird und immer noch in Postproduktion ist und wo er auch am Drehbuch beteiligt war, dass der immer noch nicht rausgekommen ist und wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht kommen wird. Ansonsten habe ich alles gesehen, vor allem seinen berüchtigten Synecdoche New York. Für alle, die jetzt gerade frisch aus Tenet kamen und den Film für kompliziert halten, schaut euch Synecdoche New York an und überlegt dann nochmal, was mehr die Gehirnwindungen verknotet von beiden. Hm. Max, du bist ja auch ein Fan von Kaufman, aber ja, was zeichnet denn jetzt Charlie Kaufman aus? Seine Frisur. Danke. Die Frisuren der Frauen. Die Frisur. Das war unser Cast zu Thinking of Ending Things. Viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Nee, also ich glaube, das ist einfach der kreativste A-List-Drehbuchautor Hollywoods ist. Ja. Und das ist, glaube ich, einer, der wird sich wahrscheinlich nie reinreden lassen müssen in seine Stories. Das ist einer, der schreibt seine Stories und dann kann er auch sagen, friss oder stirb, verfilmen sie so, wie sie sind oder nicht. Und ich glaube, das können nicht viele machen. Und das ist Charlie Kaufman. Ihr hattet ja auch letztens jetzt passend dazu beim Telestammtisch Taylor Horst Being John Malkovich besprochen, ja, der ja auch einer meiner persönlichen Lieblingsfilme ist. Deshalb bin ich ein bisschen sauer, dass der jetzt schon weg ist. Aber damit habe ich Charlie Kaufman tatsächlich kennengelernt und aus meiner Sicht ist sein Oberthema, und das findet sich auch hier wieder, wenn auch nicht so stark wie in anderen Werken, ist halt Identität, ne? Diese Frage, wer bin ich, das zieht sich überall durch, ob du halt Anomalisa hast oder, weil letzten Endes ist Being John Malkovich eigentlich die breit ausgeführte Fragestellung, was wäre ich, wenn ich jemand anders sein könnte und was würde ich damit anstellen und so weiter und so fort. Also ich verbinde mit Charlie Kaufman immer dieses Kinderlied, die Gedanken sind frei, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich keinen anderen Drehbuchautor und jetzt auch Regisseur halt kenne,
der so wirklich frei mit den Gedanken umgeht, ja, und wie ernst er auch diese Gedanken nimmt, ja. Und er ist ja auch einer, der durchaus auch Filme mit Metakommentar macht, jetzt nicht so wie Deadpool, sondern schon etwas ernsthafter. Man denke nur an Adaptation, an den ich übrigens auch ein paar Mal denken musste, als ich am Ficken auf Ending Things geguckt habe. Und vielleicht sollten wir mal jetzt auch mal über diesen Film jetzt mal anfangen zu reden. Ich weiß noch nicht wie. Ja, ist ganz schwer. Ja, man könnte ja mal auf die ganz einfachen Dinge oder auf die klassischen Dinge eingehen. Bild, Schauspieler, Figuren. Okay, also die Hauptrolle hat Jessie Buckley, die kennt man aus Tschernobyl, eine großartige britische Sängerin und Darstellerin. Mhm. Neben ihr ist Jesse Plemons, der hier auch wieder beweist, dass er wirklich großartig ist und mehr ist als ein Matt Damon-Double. Dann haben wir noch David Thewlis und Toni Collette als die Eltern von Jake, so heißt Jesse Plemons. Und dann haben wir noch einen Darsteller, dessen Name der heißt, glaube ich, Guy Boyd. Guy Boyd als Hausmeister. Und wenn ihr euch jetzt, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, haben die außer Jesse Plemons in dem Film keine Namen? Ja, so ist es. Ja. Also, sie heißt ja immer irgendwas mit L. Sie wird mal Lucy genannt, mal Lucia und so weiter und so fort. Das passt auch wieder, was Dominik gerade sagte zum Thema Identität. Mhm. Mhm. Und am Anfang des Films dachte ich wirklich, okay, sie ist die Hauptfigur. Sie ist so der Fixpunkt, weil wir ihr ganz viel auch arbeitet der Film mit Voice-Over von ihr. Sie ist die Erzählerin. Sie ist die Erzählerin, genau. Mhm. Und irgendwann kippt das aber für mich. Mhm. Und dann dachte ich, vielleicht ist das doch ein Film, der nicht aus einer subjektiven Perspektive erzählt wird, sondern vielleicht doch aus einer objektiven Perspektive, die aber zuvor ordentlich LSD genommen. Ja, ja. Wann kam eigentlich für euch der Punkt, dass ihr das erste Mal gemerkt habt, okay, hier ist irgendwas faul? Wo sie auf der Farm ankommen, würde ich sagen. Weil man muss auch sagen, dieser Film, sage ich mal, der braucht man an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas Geduld, denn ich glaube, allein die erste halbe Stunde oder die ersten 20 Minuten, die bestehen komplett aus einer Autofahrt. Also man sieht die beiden, Jake und eben die Freundin, dort in dem Auto sitzen und zu den Schwiegereltern fahren, aber ja, und dann reden sie halt miteinander. Und so, wenn sie dann auf der Farm bei den Schwiegereltern so ankommen, so mitten im Schneesturm, ist alles verschneit, hat so eine, ja, bedrückende oder so eine einengende Atmosphäre, weil es auch über alles so kalt ist. Und da ist dann so das erste Mal, wenn er sie dann dort so rumführt und ihr das ein oder andere zeigt, so wo man denkt, okay, wo geht das denn jetzt hin? Weil irgendetwas scheint ja nicht so richtig zu laufen hier. Also was mir durch den Kopf ging, es hat mich irgendwie alles ein bisschen sehr an Get Out oder auch meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich oder meine Braut, ihr Vater und ich erinnert. Also es ist ja so, dass sie, obwohl sie erst 6 Wochen mit dem zusammen ist, stellt er sie schon seinen Eltern vor. Und es ist halt so eine typische Situation, wie man die kennt. Und spätestens, als dann die Eltern aufkreuzen, denkt man sich so, also halt gespielt von Toni Collette und David Thewlis, irgendwas ist hier sehr merkwürdig. Und auch dann diese Szene mit dem Hund, das fand ich irgendwie auch sehr komisch. Ja gut, okay, das ist völlig abnormal. Ja, bei mir muss ich sagen, hat es schon früher angefangen, weil ich fand so die ersten Momente im Auto waren noch relativ in Anführungszeichen normal und hatten sowas von so einer, ja, von so einem Beziehungsdrama, da waren auch teilweise auch durchaus ein paar amüsante Situationen drin, aber mit zunehmender Gesprächslänge wurde das Gespräch immer bizarrer, weil es am Anfang unterhalten sie sich halt noch wie normale Menschen und irgendwann kippt das aber, finde ich, und dann unterhalten die sich halt nach Drehbuch. Also es wirkt halt so. Wenn sie dann auch sagt, ja, ich habe ein Gedicht geschrieben und er pocht darauf, dass er es jetzt hören will. Und dann trägt sie dieses Gedicht vor und das wirkt so theatrisch, theatresk, so theatresk. Theatralisch. Ja, wie man das kennt. Genau. Also man könnte sagen, da hört man die Drehbuchseiten knistern beim Umblättern. Ja, und dahin kehrt der Film dann am Ende auch auf optischer Ebene zurück, sage ich mal, ohne jetzt zu viel. Genau, ja. Das ist typisch für Charlie Kaufman, wie man ja zum Beispiel auch aus Synecdoche in New York kennt, wo er es ja wirklich absolut auf die Spitze getrieben hat. Ja, da ist es ja ein Theaterstück. Ja, ja, oder genau, ja. Oder man denke zum Beispiel auch an die Marionetten in Being John Malkovich. Da kommt das schon sehr stark durch und auch so dieses
überelaborierte auch von der Figur von Jesse Plemons. Der hat ja schon irgendwie was, der ist eine ganz merkwürdige Figur, der wirkt irgendwie. Er ist auch Musical-affin. Ja, das ist total seltsam. Es kommt halt dann mit dazu. Er hat jemand James Corden erinnert. Irgendwie vom Aussehen her. Und dann kommt noch diese Musical-Nummer dazu. Das war irgendwie so die Verbindung da. Ja, aber es kommt auch schon in den Dialogen, kommt halt durch, dass er irgendwie sowas sehr Überkorrektes und teilweise schon Penetrantes hat, was dann im Zusammenspiel mit seinen Eltern so richtig zum Vorschein kommt. Ne? Und man merkt auch schon, dass, also man, am Anfang fragt man sich jetzt schon, was sind jetzt so ihre Gründe, irgendwie drauf und dran zu sein, Schluss zu machen. Aber je länger die Gespräche dauern, deshalb merkt man da irgendwie, ja, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas funktioniert zwischen denen nicht. Man muss ja auch sagen, dass sie ja auch in ihrem Off-Kommentar immer wieder sagt, warum sie den Schluss macht. Und das sind ja so durchaus Gründe, die plausibel klingen. Aber sie stellt ihn ja nicht als Arschloch dar. Nee, nee. Sie sagt ja schon, es ist ein echt netter Mensch. Mhm. Aber wir passen einfach nicht. Das kennt man halt einfach auch. Ist ein Eingeständnis, ne? Mhm. Genau, genau. Und dann würde ich noch weitergehen, ab wann es dann für mich noch seltsamer wurde. Aber ich möchte jetzt erstmal den Max zu Wort kommen lassen. Ja gut, okay. Also dieses seltsame Werden fing bei mir wirklich schon am Anfang mit dem Schnitt an, weil man dann irgendwie gemerkt hat, dass der Schnitt streckenweise so gesetzt ist, dass normalerweise passt man ja auf, wenn zwei Leute sich in einem Dialog befinden, dass die Bilder irgendwie zusammenpassen bei einem Schnitt. Also wenn jemand einen Kopf vorne hat, dass der Kopf dann auch beim Umschnitt vorne bleibt. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und da wurde überhaupt nicht drauf geachtet. Streckenweise ist sie halt nach vorne gelehnt, wenn die Kamera auf ihn gerichtet ist, aber sie ist nach hinten gelehnt, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. Das ist das eine. Und streckenweise wurde auch unbemerkt in Close-Aufnahmen auf den Hausmeister schon geschnitten. Weil der fährt ja auch im Auto. Ja. Und als er zum Beispiel die Musik da einstellt am Radio, sieht man dann im Umschnitt, dass die Hand, die close ans Radio geht, ist praktisch in so einem roten Pickup drin, wie es der Hausmeister fährt. Und es ist eine alte Hand. Musstet ihr vielleicht auch mal irgendwie an Shining denken? So ein bisschen? Ganz viele Filme sind mit drin, die mir immer in manchen, also ich würde jetzt sagen, dass du da mindestens 5, 6 Anleihen von anderen Filmen irgendwie sehen würdest. Allein schon der Schnee, ne? Das. Ja. Also ich musste auch an total viele Filme denken. Shining war dabei. Ich musste lustigerweise, als dann bei den Eltern der Schokoladenkuchen serviert wurde, musste ich an Harold denken, weil da ist ja auch Kuchen ein wichtiger Bestandteil. Und Toni Collette, ja. aber wo es bei mir dann wirklich anfing, dass ich dann dachte, okay, das wird kein Beziehungsdrama, ist halt wirklich, als sie ankommen und der Film suggeriert einem, dass es ja eine ewig lange Fahrt ist, von der wir halt diese halbe Stunde mitbekommen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass sie trotz Schnitt, dass es ein One-Take ist. Wie gesagt, es gibt Schnitte, aber es fühlt sich halt an, dass wir wirklich die Fahrt mitbekommen, vom Start bis zum Zielpunkt und dass die Zeit irgendwie ganz anders vergeht. Und als sie dann ankommen und auch sagen, boah, endlich sind wir da, will er sich erst die Füße vertreten. Und dann dachte ich mir auch, das ist seltsam. Und dann, die Eltern leben ja auf dieser Farm, wo auch total nicht ersichtlich ist, was machen die denn da genau? Also von Tierhaltung haben sie scheinbar keine Ahnung. Ja. Also liegen da nämlich da irgendwie tote Lämmer festgefroren die Schweine haben irgendwie Maden. Und dann erzählt Jake auch eine Geschichte, wo ich mir auch dachte, so, also wenn du damit deine noch relativ frische Freundin beeindrucken willst, nee, erzähl dir keine Geschichten über Schweine, die von innen von Maden zerfressen werden. Das ist irgendwie konterfei. Farmerleben ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Vor allem sie kommt doch, glaube ich, von einer Farm, soweit ich weiß. Wird doch mal erwähnt, glaube ich. Ne? Ja, das ist ja eben das Lustige. Sie kommt, mal kommt sie von der Farm, mal lebt sie in einem Apartment in New York. Mal studiert sie Quantenphysik, mal Gerontologie, mal ist sie eine Kellnerin. Das ist total seltsam. Ja. Malerin, ja. Also es ist eine durchwegs vielseitig verwendbare Frau. Ja. ja. Ganz die auch irgendwie von Mal zu Mal immer verlorener wirkt. Ja. Ja, es wirkt die relativ solide und selbstbestimmt eigentlich, ne? Und dann immer verunsicherter. Ja. Ich fand das echt stark, also da muss man auch mal diese Jessie Buckley loben, die ja schon in Tschernobyl großartig war. Der Film fängt ja damit an, dass wir sie am Straßenrand sehen und sie winkt ihrem Freund zu. Und dann wirkt sie alleine von der Ausstrahlung als eine sehr eigenständige, moderne junge Frau, die dann aber mit zunehmendem Maße so unterdrückt wirkt. Als ob sie nicht frei ist.
das lässt dann wieder auch Spielraum zu Interpretation, zu dem wir dann später kommen. Ja. Ich muss mich auch noch korrigieren. Ich habe doch schon ein bisschen eher, kam mir das seltsam vor, und zwar als sie ankommen und dann sie irgendwie zum Fenster hochblickt und da irgendwie, ich weiß nicht, ob das Toni Collette war oder so, ja, ja. aber dann irgendwie so am ja. Dauerwinken war. Ja, und da musste ich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, House of Wax habt ihr gesehen, das Remake? Mhm. Mhm. Wo dann ja auch so, das so simuliert wird in der Stadt, ohne da jetzt so viel zu verraten. Aber da musste ich ja. total dran denken. Dann dachte ich mir so, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist er jetzt ein Serienmörder, der sie da irgendwie hinschleppt zu seinem Norman Bates Gedächtnishaus oder sowas? Mhm. Da fing es eigentlich schon an, wenn ich jetzt recht überlege, ja. Aber es ist ein guter Punkt, weil im Film gibt es so viele kleinere und größere Facetten, mhm. die darauf schließen lassen, dass es vielleicht ein Horrorfilm ist. Also das Benehmen der Eltern, sie darf nicht in den Keller gehen, auf gar keinen Fall. Jake benimmt sich teilweise wirklich seltsam. Also es gibt ja diesen einen Moment, wo die Mutter fast schon hysterisch irgendwelche Geschichten von ihrem Sohn erzählt und dann irgendwie, wie sie mal irgendwo so ein Quiz gemacht haben und sie spricht dieses Quiz immer falsch aus und mhm. er rastet dann förmlich aus. Ja, ist ja seine Penetranz, ne? Mhm. Ja, genau. Mhm. Aber es switcht ja auch immer wieder. Also es switcht so von Horror wieder zurück zu Beziehungsdrama, dann wieder zu teilweise auch einer Komödie. Dann dachte ich ganz kurz, okay, das ist jetzt Science Fiction, denn die Eltern haben, was den Alterungsprozess angeht, eine ganz eigene Einstellung dazu. Hammer. Es ist weird. Es ist wirklich komplett surreal. Es ist also. Ja, ich sag ja, es ist, als hätte Charlie Kaufman ein Remake von Meine Braut, ihr Vater und ich geschrieben, so ein bisschen. Aber ich finde, es verliert nie den roten Faden. Und das ist, glaube ich, die Kunst an der ganzen Sache. So wirr die Zutaten für den Film auch reingeworfen werden. Mhm. Dennoch sind sie irgendwie immer miteinander verwoben. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich sage, jetzt komme ich gar nicht mehr mit oder sowas. Du hast zwar immer so ein gewisses Mindfuck-Gefühl, klar, weil du im Prinzip nach 20 Minuten, spätestens nachdem sie bei den Eltern waren, sagst, okay, wir müssen den Film jetzt zu Ende gucken, weil ich habe keine Ahnung, auf was das hinausläuft und vielleicht kommt am Ende noch der große Clou. Mm. Spoilerwarnung kommt da nicht. Die Endszene ist schon denkwürdig, ja. Wobei, das fand ich übrigens großartig, dass der Film da nicht um die Ecke kommt und sagt, übrigens, das ist alles eine, was ich, Verschwörung der Illuminaten oder das sind alles Aliens oder das ist alles nur ein Traum. Dass er da wirklich konsequent bleibt und im Prinzip den Zuschauer so entlässt mit, mach halt was draus. Ja, du hast offene Fäden, aber er vergisst sie halt nicht, weißt du? Ja. Also wenn er in Minute 20 ein Fass aufmacht, dann kommt so ein gewisser Hinweis dann in Minute 50 wieder oder Minute 55. Mhm. Und es muss jetzt nicht sein, dass da am Ende praktisch die Lösung kommt zu diesem Faden. Es ist ein offener Faden, aber er wird praktisch bis zum Ende immer durchgezogen, finde ich. Man könnte sagen, es ist ein Wollgarn und ja. der Zuschauer muss daraus halt eben das Wollknäuel formen. Ja. Ich finde nicht nur, dass er den roten Faden die ganze Zeit übergehalten hat, sondern auch, was du gesagt hast, der Wechsel so zwischen Horror, Komödie und so. Also für mich hatte der die ganze Zeit über sowas ganz, ja, Unangenehmes. Also er geht schon die ganze Zeit so in die Richtung, dass er Horror ist oder dass er zumindest so die ganze Zeit so ein Gefühl hat, okay, irgendetwas stimmt hier nicht. Man weiß zwar nicht, was genau nicht stimmt, aber irgendetwas ist hier gar nicht. Und das ist, denke ich, schon so eine Konstante, die sich als, ja, weiß ich nicht, als welches Genre man das bezeichnen würde, aber das zieht sich schon durch den ganzen Film. Ja, wahrscheinlich würde man es am ersten als schwarze Komödie irgendwie bezeichnen. Ja, ist es auch. Ich meine, dieses Unangenehme ist ja wirklich auch ein Kernpunkt. Es ist zum einen unangenehm, weil wir wissen, dass sie ihn zwar mag, aber Schluss machen will. Deswegen ist bei den Eltern das Uncoolste eigentlich. Es ist unangenehm, wie die Eltern sich verhalten. Es ist unangenehm, wie er sich teilweise verhält. Wobei man auch sagen muss, es ist ja nicht nur unangenehm aus der Perspektive von ihr, also von der Dame, die mit L anfängt, sondern auch manchmal auch unangenehm aus der Perspektive halt eben von Jake, finde ich. Ja klar, das sieht man ja ihm auch an beim Essen oder beim, wenn sie dann später wieder losfahren oder so und dann dort noch ein Eis essen und so. Also das wird schon sehr deutlich da. Wir dürfen auf jeden Fall auch nicht vergessen, es ist ja nach einer Romanvorlage. Ja, stimmt. Und der Roman hat diesen Shirley Jackson Preis für, keine Ahnung, bestes Debüt im Bereich Horror bekommen. Also die Horrorfärbung kommt ja wirklich jetzt nicht von ungefähr. Wobei man da auch klar sagen sollte, dass jetzt Leute, die jetzt wirklich einen astreinen Horrorfilm erwarten, mit
Jumpscares und irgendwelchen Dämonenfratzen oder so. Leute, das ist nicht euer Film. Nee, die größte Dämonenfratze ist Toni Collette. Ja. Dafür ist es einfach ein zu typischer Charlie Kaufman-Film. Also für ihn ist ja auch durchaus typisch dieses Springen durch die Genres. Das habt ihr ja auch in Being John Malkovich, habt ihr das ja auch beschrieben. Und das findet sich hier auch wieder, finde ich. Und das ist, also ich hätte jetzt gar nicht mal unbedingt gedacht, also ich wusste das bis vorhin noch nicht, dass es da eine Romanvorlage gibt. Weil das hätte auch locker einfach ein Film von ihm sein können, wo er eigentlich so Zutaten nimmt. Wie gesagt, das ist ja, der hat ja durchaus Ähnlichkeiten zu sowas wie Get Out aus den letzten Jahren. Und dass er da praktisch so seine eigene Version von dreht. Und obwohl es eine Romanverfilmung ist, hat das Ganze sowas von seiner Handschrift einfach. Definitiv. Und wir wissen ja auch nicht, wie nah er sich dann tatsächlich an diesem Buch hält. Ich habe das Buch jetzt auch nicht gelesen. Wir haben vor uns mal den Inhalt mal kurz durchgegangen. Aber ich glaube, ich habe auch schon in einer anderen Kritik mal gelesen, dass er sich wo so von dem Buch dann schon, also wie du gesagt hast, sein eigenes Ding draus macht und sich dann vielleicht so von dem Horror, wofür dieser Roman dann dort diesen Buchpreis erhalten hat, dann vielleicht doch so ein bisschen ablöst. Ja, man möge mich, wenn es irgendjemand, der das jetzt hört, besser weiß und ein Kommentarfeld ist, bitte. Ihr dürft es drunter schreiben, weil es mich nämlich persönlich interessiert, aber ich glaube, dass Kaufman den Roman so zum Film umgearbeitet hat, indem er essentiellere Dinge weggelassen hat. Mm, das merkt und man. Die mehr oder weniger halt, was vorher im Wort gesagt wurde, eher im Bild versteckt hat. Und ich glaube, das macht auch, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass er sich im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch an die Romanvorlage gehalten hat. Dass er da jetzt keine größeren Interpretationen mit hinzugedichtet hat, sondern eher was weggelassen hat. Weil ich finde, das kommt ihm auch entgegen, als Regisseur zu reifen. Ja, da ist was dran, dass als Regisseur hat er ja nur nicht so viel Erfahrung. Also sein Debüt war ja Synecdoche New York, den ich hier zwar empfehlen kann, aber meine Güte, Leute, das ist eine Kopfnuss. Das ist einer der kompliziertesten Filme. Ja, das ist durch und durch eher. Ja, weißt ja du? Das ist eigentlich so das Destillat von Charlie Kaufman, Synecdoche New York. Genau. Und dann Anomalisa ist eigentlich sogar so thematisch, so vom Themenspektrum her, ist das eigentlich eine Variation von Being John Malkovich unter anderem auch. Aber überall halt wirklich stark seine Handschrift und immer auch das Thema Identität. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal so das Kinoplakat ansieht, hier ist ein anderes noch, also ja gut, nicht Kinoplakat, sondern von Netflix, da ist interessant, da ist diese Schrift auf der Windschutzscheibe und dieses I'm thinking of ending things, das wird immer, immer unklarer. Also man könnte sagen, verschwindet im Horizont. Ja, ihre Identität löst sich auch auf. Und ich habe sogar den Eindruck, dass dieses I'm thinking of ending things, das könnte fast auch wieder eine Shining-Referenz sein. Aber ich glaube, ich gehe jetzt hier schon in Interpretation, sorry. Ich möchte, bevor wir jetzt wirklich mal zum Fazit gleich kommen und dann der Feuer frei für Interpretation, ja. Möchte ich aber noch einen anderen Herren, der hinter der Kamera stand, loben. Nämlich den Polen Lukas Zahl, der Oscar nominiert war für seine Leistung in Cold War. Der hat wirklich herausragend tolle Bilder eingefangen. Ich finde, dieser Film hat durchgängig so einen, ja, nicht unbedingt artifiziellen Look, aber man merkt schon, dass es hat irgendwas Künstliches an sich. Und ich frage mich immer, liegt es vielleicht an den Bildern oder liegt es einfach daran, weil die Bilder dann doch sehr natürlich wirken, aber die Leute, die darin halt handeln und interagieren, sind es halt nicht. Ja, das ist was ich eigentlich dann auch wieder finde, so aus so Filmen wie Anomalisa, finde ich, so dieses, sag ich mal, puppenhafte, arrangierte, theaterartige, das findet sich auch wieder, obwohl das Ambiente eigentlich ziemlich düster ist. Also ich war ehrlich gesagt auch sehr erstaunt. Ich glaube, Charlie Kaufman hat noch nie so einen dunklen Film gedreht, weil der ist ja wirklich komplett finster eigentlich. Ne? Also selbst in den Szenen im Haus. Ja, also wir haben gestern das Licht ausmachen müssen, dass wir wirklich bessere Bildqualität hatten. Und dann auch bei Netflix. Ne? Ja. Er ist, okay, also der Film ist wirklich sehr düster. Er ist grau. Also selbst in dem Moment, wo es halt Tag ist, ist es sehr grau. Ich meine, es spielt hier im Winter. Aber auch das ist, es fühlt sich irgendwie an wie
eine ganz eigene Art der Realität. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ja, sowas also, Träumerisches. Es hat schon wieder was, vielleicht was Filmisches, vielleicht ist es auch wieder so eine Art Metakommentar, die ich da reindichte, weil, wie ich schon sagte, Metakommentare liegen dem Charlie Kaufmann ja sehr. Ja, die gibt's ja auch mitten im Film, kommen die ja immer wieder, gerade was das Thema Film anbelangt. Total. Wenn dann plötzlich mitten im Film ein Abspann läuft. Genau. Das war genial. Das ist eine schöne Szene, wenn dieser Hausmeister diese Komödie, diese Rom-Com sieht und dann ist der Film zu Ende und dann steht der Directed by Robert Zemeckis. Robert Zemeckis ist super. Ja, das war auch ein schöner Moment, über den ich übrigens gar nicht so viel nachgedacht habe. Ihr? Ich habe da sehr drüber nachgedacht. Über wen? Über die Rom-Com? Also ich habe schon drüber nachgedacht, über diese Rom-Com, warum ist sie da, und habe dann relativ schnell für mich Züge gezogen. Aber warum Robert Zemeckis? Das habe ich nicht verstanden. Aber da gehen wir bei der Interpretation rein. Ja. Robert Zemeckis ist doch tot, oder? Weil er sich nicht mehr wehren kann. Der lebt noch. Echt? Okay. Ja, sonst hätte ich eher gedacht, man verarscht hier den, wie heißt denn der nochmal, der Pretty Woman inszeniert Gary hat. Marshall, ja, der ist tot, ja. Genau. Ja, weil das wäre eigentlich eher so ein Klischee gewesen. Weil ganz ehrlich, Robert Zemeckis verbinde ich nicht mit dieser Art Film. Yeah. Ich nehme einfach mal an, dass Charlie Kaufman einfach gesagt hat, okay, ich suche einen Regisseur aus, der halt relativ massentaugliche Filme macht und einigermaßen bekannt ist, aber jetzt kein Steven Spielberg oder so ist. Und ich glaube, mit ihm befreundet ist, dass er den Namen dann auch verwenden darf. Oder aber, wir haben ja schon gesagt, dass die Eltern eine ganz eigenwillige, ja, Stand zur Alterungsprozess haben. Es ist eine Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Wir wissen es nicht. Eieiei. Oder aber, weil Robert Zemeckis diesen Puppenfilm gemacht hat, Willkommen in Marvin, der ja durchaus Ähnlichkeiten von den Puppen hat mit Anomalisa. Wir wissen es nicht. Oh Gott, jetzt geht's ja schon los. Okay, wir gehen straight auf die Interpretation. So und so, ja. Was ich noch sagen kann, was mir sehr aufgefallen ist, durch diese dunkle Bildsprache oder generell dieses Color Grading, habt ihr eigentlich jemals so erfassen können, was jetzt eigentlich die Haarfarbe ist von Jesse Buckley? Ging eher ins Rötliche. Mehr kann ich nicht sagen. Also gut, auf dem Cover sieht man es, da sieht sie so ein bisschen aus wie eine ältere Sophia Lillis. Ich war sogar erst noch überlegen, ob sie das ist. Tatsächlich, da habe ich auch gedacht, als das mir bei Netflix vorgeschlagen wurde, habe ich gedacht, das ist die Fortsetzung von, da kam jetzt mal sowas. Und habe ich gedacht, hä? Ja. Ja, und halt so ihre Frisur, die ist ja wohl, das ist ja wieder wie bei Amy Adams in Her zum Beispiel, also Spike Jones, der ist ja irgendwie auch so an der Hüfte verwachsen mit Charlie Kaufman, also auch so stilistisch, und natürlich Cameron Diaz in Being John Malkovich, also irgendwie hat der... Ja, schau dir mal Charlie Kaufmans Frisur an, dann weißt du... Ja, klar. Ja, stimmt. Das Federvieh. Gut, okay. Da haben wir uns jetzt kurz gehalten, ja. Wir haben tatsächlich länger ohne große Interpretationen ausgehalten als gedacht, aber ich glaube, jetzt nach knapp einer halben Stunde wird es Zeit. Mhm. Ja. Deswegen Fazitzeit. Paul, was sagst du? Wie viel? Oder welche Punkte geben wir denn? Oreo Brrs. Ich hätte sonst Martens zerfressene Schweinekadaver genommen. Lecker. Aber gut, ich sag nehmen wir Brrs. Brrs. Ja, okay. Ja, also definitiv ein Film, der mich überrascht hat, weil ich am Anfang überhaupt nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ich fand die Atmosphäre toll, ich fand die verschiedenen Interpretationsansätze sehr interessant, wobei ich nicht davon ausgehe, dass ich jede Szene verstanden habe. Ich glaube, das muss man vielleicht auch nicht. Aber ich hatte definitiv meinen Spaß, beziehungsweise wurde sehr gut unterhalten, und ich vergebe jetzt einfach mal 4 von 5 Brrs. Max? Also ich habe vorher im Vorgespräch gesagt, der kommt bei mir in die Top-10-Liste dieses Jahres, da bin ich mir sicher. Und ich würde sagen, über die Zeit würden die Punkte wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, aber jetzt gebe ich ihm einfach mal volle Punktzahl, 5 von 5. Oh, okay. Wow. Dominik? Was sagst du? Ja, da bin ich ja fast noch dann zurückhaltend gegen, weil, also ich bin Charlie Kaufman Fan, aber Charlie Kaufman Filme müssen auch immer so ein bisschen reifen und wachsen, und bei dem hier, ich würde sagen, so, das ist ein handlungsärmster Film vielleicht sogar, also vielleicht auch bedingt durch die Vorlage. Der gibt einem doch trotzdem an einigen Stellen was zu knabbern. Ich bin irgendwie so zwischen 3,5 und 4, glaube ich. Ich kann mich da noch nicht so ganz festlegen. Der hat gerade so ein bisschen so den Tenet-Effekt bei mir. Ich muss noch mal sehen. Okay. Ich gebe ihm 4,5. Brrs. Und ich sage aber mal jetzt 5 Wörter dazu. Nee, 6 Wörter. Der Film ist komisch, seltsam, gruselig, bizarr, wunderschön und befremdlich.
und hat mir sehr viel zum Nachdenken gegeben. Ja. Etwas, was Tenet nicht geschafft hat. Das ist dann gesagt. Oh. Und damit schließen wir diese interpretationsfreie, ja, Rubrik und kommen jetzt zu Spoiler-Part, Schrägstrich, Interpretationsspielplatz. Ihr wurdet gewarnt. Das wird eine Stunde hier. Ja, ich glaube, Spielplatz ist das richtige Wort. Ja. Ja. Okay. Wer möchte anfangen? Wir müssen mit der richtigen Frage anfangen. Ja, man braucht wirklich diesen einen Punkt, wo man einsteigt. Wir können ja mal mit dem Roman auch irgendwie anfangen. Mhm. Okay, bitte. In dem Roman, also eine Sache, die Kaufmann weggelassen hat aus dem Roman, ist, dass sich dazwischen den einzelnen Kapiteln immer wieder zwei Leute unterhalten und die sprechen von einem schlimmen Ereignis, was in der Highschool passiert ist. Mhm. Und zwar ist dieser Jake durchgedreht. Der kam von der Farm und hat da als Hausmeister gearbeitet und ist da irgendwie durchgedreht. So, den Punkt haben wir. Das wäre dann, würde dann tatsächlich eher so in Richtung Horrorfilm gehen, wo man dann vielleicht auch meinen könnte, dass der Hausmeister sich vielleicht irgendwie an Schülerinnen vergangen hat, dass er die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in einem Keller eingesperrt hat, um sie zu foltern. Alles möglich, weil der Film in der Hinsicht auch ein paar Hinweise halt gibt, wie zum Beispiel die Eisverkäuferin mit dem Ausschlag, deren Arm so ein bisschen aussieht, als hätte sie jemand zu hart angegriffen. Mhm. Dann die Kellertür, ne, wo irgendwie Kellertür. Der Hund, ich meine, der Hund ist doch viel zu klein, um da oben dran zu kratzen. Richtig, also, das habe ich mir auch gedacht. Der kommt doch niemals da oben ran, ja. Das war sehr, und halt auch diese beiden Eisverkäuferinnen, waren die auch wieder eine Shining-Referenz? Weil die sind die beiden Eisverkäuferinnen waren dieselben, die auch am Anfang des Films in der Schule zu sehen sind, wie sie den Hausmeister auslachen. Genau, genau. Und das, ja, aber es hat mir für mich irgendwie. Und übrigens den Overall des Hausmeisters sieht man im Keller der Eltern. Ja, richtig. Das ist mir auch. Und auch in der Waschmaschine. Und auch so generell dieses Thema, das ist ja vielleicht auch natürlich eine Art des Identitätsverlusts, dieses. Sie reden ja einmal irgendwie darüber und sie regt sich dann auf, als sie da im Auto sitzen im Schnee, sie regt sich darüber auf, dass er irgendwie einen Song über Vergewaltigung verherrlicht. Genau. Und das sehen wir dann ja später eigentlich, also das an dieser Tanznummer da in dem Korridor in der Schule, das ist so weird, weil erst sieht man eigentlich was Schönes und dann sieht man genau das Gegenteil. Man könnte sagen, wirklich, Charlie Kaufman zeigt uns eine kunstvolle Vergewaltigung. Das ist so ein starker Bruch in der Stimmung auch, und aber trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art schön. Also es ist total befremdlich. Ja, das, also ich glaube, dass Jessie Buckley mit ihrer Figur, also je mehr ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich bloß als Beobachterin fungiert. Sie malt ja auch diese Bilder. Und sie hat ja dann auch dieses Gespräch mit dem Vater, in dem der Vater sagt, naja, warum sind da keine Figuren? Und wenn da keine Figuren drin sind, wie soll ich da überhaupt sehen, welche Gefühle das da sind? Ja. Und sie meinte ja, vielleicht bist du ja die Figur, die diese Gefühle da irgendwie reinbringt. Also nicht wortgetreu. Sie fungiert ja bloß als Beobachterin in der Hinsicht. Sie ist ja mehr oder weniger die Soufflöse in Jakes. Ich würde sagen, Stück. Vielleicht ist es irgendwie eine Art Demenz, Trauma, irgend so eine Art kurz vorm Exitus des Hausmeisters, der Hausmeister Jake, der nochmal sein Leben irgendwie vor dem geistigen Auge Revue passieren lässt und sie als Hilfe dazu nimmt, die von außen ein bisschen mit drauf sieht, die ja dann auch Kommentare gibt zu bösen Dingen, die er gemacht hat, bei denen er immer besonders ausrastet. Also ja. Ich habe meine Interpretation, die sogar relativ nah an den Roman rankommt, ist, er erzählt ja, wie er sich kennengelernt hat. Und im Roman ist es ja so, dass es dann zum Schluss rauskommt, dass er sie gar nicht angesprochen hat, er hat sich nicht getraut und er sich das alles nur zurecht fantasiert. Und das mit dem Traum zum Lebensende, da gehe ich auch mit, das würde ich auch so unterschreiben, dass er dann einfach überlegt, wie wäre es gewesen, wenn ich sie angesprochen hätte, wenn wir ein Paar gewesen wären. Mhm. Ja. Und dass seine Imagination von ihr, wie soll ich das ausdrücken, ohne wie der letzte Honk zu klingen, die Gedanken sind halt frei. Ja? Und
Nein, bei Charlie Kaufman ist es ja immer ein ganz wichtiger Bestandteil Identität. Mhm. Und ich hatte es so aufgefasst, dass jeder Gedanke quasi seine eigene Identität hat. Und jeder, wenn er etwas an Identität hat, dann entwickelt es sich auch eigenständig weiter. Mhm. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, das ist deine Imagination, das heißt deine Wunschvorstellung von seiner angeblichen Traumfrau. Die wächst weiter. Mhm. Die wächst weiter und erkennt dann für sich, okay, wir passen nicht zusammen. Er ist ein netter Typ, aber nee, das wird halt einfach nichts. Ja. Und, und für ihn ist es wichtig, dass diese Frau, die er angeblich liebt, ich glaube, so richtig weiß er es auch nicht. Ich glaube, er liebt sie gar nicht. Ich glaube, der braucht einfach jemanden, der ihm sagt, wie toll er doch ist. Das tut sie ja auch. Yeah. Und jedes Mal, wenn etwas diese, oh, du bist so toll, Harmonie stört, rastet er aus. Wie jetzt zum Beispiel, als die Mutter diese lustigen Kindergeschichten erzählt. Mm. Ja, wo er dann wirklich ungehalten wird. Das ist, so habe ich es halt verstanden. Gleichzeitig ist es aber auch oft so, dass er halt seine Eltern trotz allem auch lieb hat. Das sieht man ja, als er seine Mutter oder so zudeckt. Ja. Mhm. Also der Traum eines Sterbenden, ja, oder eines Dementen, das dazu würde auch das mit dem Schneesturm gut passen. Genau, und halt eben, dass sie nur eine Erfindung von ihm ist, ein Gedanke, der sich aber halt eigenständig weiterentwickelt. Ja, dazu wird dann vielleicht auch passen, generell so zu der Interpretation, dass das alles so halt auf einer surrealen Ebene passiert, dass die Eltern so schnell altern, das könnte man dann so interpretieren, von wegen, er will eigentlich so diese Vorstellung festhalten oder es soll eigentlich immer so bleiben, aber es entgleitet ihm praktisch, weil seine Vorstellung davon altert, ne? Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich da zwischenzeitlich auch immer so, auch bei den Eltern so seine eigene Wunschvorstellung wieder zeigt, wenn zum Beispiel Toni Collette alt ist und dann plötzlich wieder jung ist und so wirklich diese Superhausfrau spielt, die mit dem Wäschekorb da steht und so einem 50er-Jahre-Kleid. Ja, ne? Petticoat. Und ja, genau. Ich glaube übrigens, dass ein Hauptthema auch das Thema verpasste Chancen ist, dass er sich darüber Gedanken macht. Ich glaube nämlich, dass Jake von sich selbst eine etwas höhere Meinung hat, als das, was das von außen von ihm gesehen wird. Denn wenn er wirklich dann Hausmeister an einer Highschool ist und er sich selbst irgendwie wie so ein, keine Ahnung, Physiker, Maler, die Mutter, die nennt ja ganz viele Dinge und sie sagt ja nicht ohne Grund, sie hat jetzt das ganze Leben lang erzählt, dass er die Genius Edition beherrscht. Ja, ich musste so an Trivial Pursuit denken. Genau. Und dass er von sich selbst denkt, ich habe sehr viel mehr drauf als das, was ich eigentlich dann in meinem Leben erreicht habe. Ich bin bloß ein einfacher Hausmeister geworden, aber eigentlich hätte ich Nobelpreisträger werden müssen. Was ja auch dazu passt, dass er sich immer selbst immer höher ansieht als anderen. Am Anfang ist, ich nenne sie einfach mal Lucia, ja? Ist sie halt auf einem intellektuellen Level wie er. Ja, und dann studiert sie das, dann studiert sie Quantenphysik. Und dann plötzlich ist sie eine Kellnerin. Ich will nicht sagen, dass Kellnerinnen dumm sind, Gott bewahre. Mhm. Aber ich glaube, aus der Sicht von Jake ist es dann einfach so, okay, ich will höher stehen als du. Also mache ich aus dir jetzt eine Kellnerin. Ja gut, auf der anderen Seite wurde es dann aber in dieser Sequenz da, wie aus einem Robert Zemeckis Film, wurde ja gesagt, sie ist halt Kellnerin, um aber eigentlich was viel Größeres zu machen. Das ist dann so dieses Studentenklischee eigentlich, ne? Von wegen, ich jobbe irgendwo als Kellnerin und nebenbei studiere ich irgendwie Quantenphysik oder was war da irgendwie, Tierschutz, irgendwas? Das ist Rundflug. Auch total schön, weird. Sie studiert plötzlich Gerontologie, als die Eltern alt werden. Ne? Ja, das ist, und dann auch ihre Kommentare so von wegen, ja, wir schieben ja unsere Alten irgendwie, wir lagern die irgendwo ein, und dann diese Horrorvorstellung, eingelagert zu werden, überträgt sich dann ja auch auf seine Mutter. Es ist auch interessant, wie der Film immer mal wieder auch sie und seine Mutter irgendwie so parallelisiert. Ne? Auch in diesen Szenen, wo sie da lachen und die ja wirklich absolut bizarr gespielt sind. Also Toni Collette Gott, ey, ich hatte auch wieder so Hereditary-Vibes, wirklich. Ja. Weil die das so weird spielt. Ich meine, die lacht habe so wirklich wie so eine Kräuterhexe. Also das ist ja so aufgesetzt. Ja, und dann auch David Thewlis, so mega weird, diese Szene, wo sie da irgendwie auch in seinem alten Kinderzimmer rumhängt und er irgendwie ständig auch was vergisst. Da geht es halt auch wieder drum, wenn ihr jetzt überlegt, so dieses mir entgleitet was, ich habe verpasste Chancen, ich blicke auf mein Leben zurück, mir entgleitet was, ich vergesse immer mehr von dem, was war. Das findet sich da auch wieder.
Na? Aber glaubt ihr, dass das der wahre Horror ist, irgendwie, ja, den er durchlebt, schon. Dass er praktisch mehr oder weniger an einem Punkt ist, an dem er weiß, okay, jetzt fange ich aber an, die Sachen zu vergessen. Und es sagt ja auch die Tulsi Town-Verkäuferin irgendwann mal, du kannst ja auch hier bleiben, du musst nicht mehr nach vorne gehen. Also, wo man dann ja eigentlich sagen könnte, dass man jetzt die Things enden lassen könnte. Also ich hab Alzheimer und Demenz schon öfters halt im wahren Leben mitbekommen und das ist wirklich das Schrecklichste, was es gibt. Ja. Und es ist ganz weit entfernt von dem, was uns einen Honig im Kopf suggeriert. Ne? Ja. Oh, furchtbar, ja. Wie habt ihr eigentlich die Szene, die mit der Kellnerin fand ich ja interessant, wo die irgendwie sagt, von wegen, ja, hier ist irgendwie komischer Geruch. Das war das vielleicht irgendwie auch ein Rückbezug zu dem Keller? So ein bisschen? Das könnte sein, ja. Soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Könnte sein. Also, weil Max ja sagte, mit diesem Hautausschlag und er hat sie vielleicht mehr mitgenommen und ja, so halt so dieser Gedanke, also auch so diese 50er-Jahre-Fassade, die ja auch die Eltern haben. Und 50er-Jahre ist ja so auch in den USA so dieses Gutbürgerliche. Ich musste bei dieser Tulsi Town-Szene sogar mal kurz an Pleasantville denken. Ja, klar. Das hatte so dieses Kulissenhafte. Also einmal war ich sogar am Überlegen, ob, weiß ich nicht, wo die da irgendwie denen diese Brrrs, Gott ist das bizarr, abzapft, da dachte ich erst, vielleicht kommt da gar nichts raus. Also so wie bei Pleasantville, wo es keine Toiletten gibt oder so. Ja, stimmt. Ich muss ja sagen, als diese Szene mit dem Eis kam, habe ich mir was aufgeschrieben, interpretationsmäßig, dass es so bescheuert ist. Aber okay, ich sag's mal einfach. Pass auf. Überall im Film ist Kälte, nur am Anfang, dem Auto, gibt's ja noch so ein bisschen Wärme, also menschliche Wärme. Aber mit dem Eis kommt die Kälte auch ins Auto. Ja, bam. Und in den Film auch endgültig, ne? Beziehungsweise sie kriecht dann eigentlich in die Stimmung des Films noch weiter rein. Weil ich muss sagen, ab dem Punkt kriegt der Film endgültig Horror. Also vorher hatte er horrorhafte Züge. Ich würde sagen, am Ende wird er eigentlich zum Horrorfilm. Ja, und vor allem der Punkt, an dem sie dort anhalten, um das Eis zu holen. Er will ja dann die klebrigen Becher irgendwie loswerden. Ja. Und das ist dann irgendwie so ein Punkt, wo es für sie gar nicht mehr zurückgeht. Also da zwingt er sie eigentlich ja in seine alte Highschool mit rein und in seine Vergangenheit. In seine Vergangenheit holt er sie rein. Und die treffen ja dann in der Highschool, trifft ja sie dann auch auf den Hausmeister und oh Gott, und sagt dann überhaupt. Und meint ja dann auch, dass sie sich an ihren Freund überhaupt nicht mehr so wirklich erinnern kann und sie weiß nicht, wie der aussieht und wie soll man Leute überhaupt beschreiben. Und wieder er sieht ja dann nur sie, dann kommt diese Tanzszene und ich finde ja, in dieser Tanzszene wird ja ich weiß nicht, ich glaube, dass die Tanzszene mehr oder weniger ein bisschen eine Erklärung liefern soll, dass sie praktisch vorher miteinander irgendwie vermählt sind. Also sie und er, obwohl sie und er ja mehr oder weniger eine Person sind, bloß sie ist die Soufflöse, die von außen ein bisschen mit draufschaut. Und dann hast du noch diesen energischen Jake, der vom Leben noch einige Sachen erwartet. Und dann kommt irgendwann mal dieser Hausmeister Jake, der vielleicht irgendwie das harte Leben bezeichnet. Keine Träume mehr, sondern du musst irgendwie Kohle heimbringen und musst jetzt weg von deinen Physikerträumen und nichts mehr mit Nobelpreis. Ich bin's jetzt, der Hausmeister. Das mit dem Nobelpreis, habt ihr eigentlich erkannt, dass das anscheinend eine Parodie auf die Beautiful Mind war? Nee, für mich war das wirklich so der Moment seines Todes, um ehrlich zu sein. Okay, weil ich hatte den Eindruck, weil ich kann mich irren, ich habe Beautiful Mind einige Male gesehen und da sagt er irgendwie auch sowas, nur in den unendlichen Gleichungen der Liebe habe ich Frieden gefunden oder irgendwie sowas. Ah, das könnte stimmen, ja. Also wirklich wortwörtlich aus A Beautiful Mind. Aber das passt ja auch wieder zu diesen filmischen Meta-Kommentaren, die Kaufmann macht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei Adaptation sinniert Nicolas Cage, der quasi auch ihn selbst spielt, also Charlie Kaufman darüber, dass in einem Drehbuchkurs gesagt wird, Leute, Voice-Over sind die billigste Machart, wie Leute ihre Gefühle erklären. Und er dann im Film auch sagt so, im Voice-Over wohlgemerkt, wie soll ich es denn sonst machen? Und auch hier bei I'm Thinking of Ending Things, da ist ja, der Voice-Over ist halt omnipräsent von ihr. Ja. Und was ich auch am Anfang sagte,
Das sind halt teilweise Sätze, die die sagen, so spricht halt kein normaler Mensch. Ja, das ist absichtlich. Das nochmal unterstreicht, dass sie halt eine Imagination ist. Ja, das ist übermanieriert, überelaboriert ist das einfach. Genauso. Am Anfang hattet ihr den Eindruck, dass er ihre inneren Monologe hören kann? Das wurde einmal angedeutet am Anfang. Er fragt ja auch immer, hast du gerade was gesagt? Genau. Ich meine, allein dieses Gedicht, was sie aufsagt, dass dann im Haus wirklich dieses Buch dann offen liegt, wo genau dieses Gedicht dann drin steht, ne? Ja. Ich glaube, vielleicht ist sie sogar die Dunkelheit, die ihn ein bisschen übermannt. Weißt du, wie ich meine? Also, dass, sie tritt da in sein Leben. Und ich musste da auch wieder halt an Get Out denken, als sie diese ganzen Dinger da findet. Ne, bei Get Out ist das ja so ähnlich, da sieht man ja auch schon von wegen, er ist nicht der Erste, also ohne jetzt hier Get Out zu spoilern, aber das wird dann ja auch irgendwie klar mit den ganzen Eisbechern zum Beispiel oder halt den ganzen Porträts, die da auch hängen. Also man merkt, das ist so interessant, sie kommt in dieses Haus und eigentlich ist dieses Haus, zeigt eigentlich so gestückelt das, was sie ausmacht. Und daran merkt man, dass sie eigentlich nur aus seinem Kopf kommen kann. Hängen ja auch die Bilder, also es hängen ja auch Bilder von ihr dort an dieser Wand. Genau, nur Bilder von der Familie hängen, jetzt nur von Jake und seinen Eltern, aber dort findet sie ja auch zum Beispiel ein Kinderbild von sich selber. Wobei jetzt ist die Frage, was bedeutet das mit dieser Freundin, die sie ständig anruft? Das wurde ja eigentlich nicht aufgelöst, ne? Ja, richtig. Und die Freundin, die hat sie ja dann immer mit ihren eigenen, also mit den Namen angerufen, die sie immer bekommen hat. Also es war ja immer irgendwie, sie wurde Lucy genannt und es war ein Anruf von Lucy in Abwesenheit. Oder Luisa wurde sie genannt und dann wurde sie von Luisa angerufen. Dann hat Lucy angerufen, ja. Vielleicht sind das die früheren imaginären Freundinnen, nenne ich es mal. Oder die sie warnen wollen. Das ist dann, würde dann wieder so ein bisschen in diese Horrorecke mit reinspielen. Ja, sie hatte doch so einen Anruf dann, da kam doch dann eine Stimme, wobei das war eine männliche Stimme. Diese Männerstimme, die dann immer sagt, irgendwas mit dem Rätsel, oder? Im Original übrigens gesprochen von Oliver Platt. Oh, cool. Cool, ja. Sag mal, eine dumme Frage bei dem Tanz am Ende. Da wird ja der junge Jake wird ja erstochen. Ja. Vom Hausmeister. Der Hausmeister, ich habe da nicht drauf geachtet, hat der Hausmeister sie dann verschleppt? Ja, das ist ein bisschen komisch gewesen. Die Szene war ja auch unglaublich theaterhaft, ne? Also wie er dann irgendwelche roten Tücher in die Luft wirft, um mal zu zeigen, er verblutet jetzt. Das ist so, das war synekdotische New York-Style an der Stelle. Aber wenn er sie nämlich verschleppen wird, dann wird es nämlich zu der Warnung passen von den Ehemaligen, dass die sagen, am Ende wird wahrscheinlich der Hausmeister kommen und dich mitnehmen. Ist ja fast wie in so einem Grimms-Märchen. Es ist vielleicht dann auch so ein Akt der Dominanz, ne? Also sie, man kann ja sagen, sie löst sich eigentlich als Persönlichkeit immer wieder auf in diesem Film, ne? Beziehungsweise wird eigentlich vereinnahmt von ihm, beziehungsweise dadurch kommt dann eigentlich zu tragen, dass sie wahrscheinlich ein Teil von ihm ist, ein imaginierter Teil. Und das unterstreicht das vielleicht auch nochmal. Vielleicht, man könnte es auch so interpretieren, ich meine, es steckt, glaube ich, auch ein bisschen was von seiner Mutter in Jesse Buckleys Figur, ne? Weil die weist ihn ja auch ganz schön zurecht und hat so dieses Melancholische von ihr. Das hat mich ja auch teilweise echt fertig gemacht. Also allein schon ihr Anfangsmonolog, ne? Ist vielleicht der Tinnitus, den die Mutter plötzlich hat, quasi das Äquivalent zu den Anrufen, die Luisa bekommt? Kann gut sein, ja. Ja, doch, so vielleicht beziehungsweise dieses Anrufe nicht annehmen, versucht es stumm zu schalten. Und der Tinnitus, den kannst du ja nicht verstummen lassen, sozusagen. Sorry, aber ich finde es gerade ulkig. Ich stelle mir gerade vor, dass jemand so einfach diese Besprechung reinseppt, einfach so bei 40. Und dann reden wir über Tinnitus. Ich würde gerne noch mal was ich noch sagen wollte, als der Hausmeister den jungen Jake ersticht, hatte ich es so ein bisschen verstanden, dass es so eine Wuthandlung ist, einfach dafür, weil dieser junge Jake ja letztlich auch ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass er halt nur Hausmeister geworden ist. Und nochmal sei gesagt, Jobs wie Hausmeister oder Kellner sind sehr gute Jobs und das muss nicht heißen, dass diesejenigen halt schlechte Menschen oder dumme Menschen sind, aber es gibt halt einfach dieses Klischee, ja? Ja. Und du bist halt einfach höher angesehen, wenn du halt ein Philosophieprofessor bist, als wenn du halt in der Schule die Flure sauber machst. Aber auf der anderen Seite diesem Klischee
von wegen, dass man jetzt, also auch im Hinblick auf die Mutterfigur, das wird ja immer auch angesprochen, von wegen, ja, man kann ja nicht das und das irgendwie immer damit rechtfertigen, dass man eine schlimme Mutter oder eine schlimme Kindheit oder Vergangenheit hatte. Weil es wird ja gesagt, irgendwann muss man ja als Mensch Verantwortung für sich selber übernehmen. Mhm. Und das ist ja eigentlich so dieses Klischee, was da aufgegriffen und gegengekehrt wird eigentlich an der Stelle, ne? Ja. Das fand ich sehr interessant. Es macht ja auch die Rolle von Tony Glatz interessant, die sich ja wirklich immer stetig wandelt. Ich finde ja, der Vater ist abgesehen von seinem Alter relativ konstant, fand ich. Der steht auf Sport. Ne? Ja, der bleibt so auf einer Linie. Er ist ein einfacher, ist ein Farmer. Ja, ist homophob. Ist ein Farmer, genau. Aber die Mutter ist halt mal total psychisch, dann total überlieb, dann halt total hysterisch, dann total gebrechlich, obwohl sie immer noch, sag ich mal, in ihren 40ern ist. Das wandelt so. Also ich glaube auch, dass die Mutter da ein wichtiger Punkt ist. Und auch diese Sache, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass die Mutter nicht immer die Ausrede sein kann für irgendwelche Psychos, die dann irgendwie böse Sachen machen, ja. Ich würde gerne mal auf das Ende kommen, und zwar auf die Nobelpreisverleihung, die wir ja gerade eben schon angesprochen haben. Ja. Oder wie Dominik sagen würde, Charlie Kaufmans Beautiful Mind. Beautiful Mind. Für mich unterstreicht diese Szene noch einmal, dass er dieser Hausmeister, dass es so sein Todestraum ist. Mhm. Er sieht halt nochmal vermutlich alle Leute aus seiner Vergangenheit, die auch mit ihm gealtert sind, weil es sind ja Erinnerungen und wir wissen, Erinnerungen altern mit einem. Ja, vermutlich in 20 Jahren werden wir uns an diesen Cast-Druck erinnern und denken so, ja, das war so ein Cast, da haben, glaube ich, 20 Minuten über diesen Film da geredet von Charlie Kaufman. ja. Und das ist so sein letzter Moment. Er wird ausgezeichnet. Übrigens, was auch noch dafür spricht, dass meine Mutter eine besondere Rolle hat, ist, dass sie nie auf der Bühne mitsitzt, im Schakel. Stimmt, ja. Und nicht im Publikum. Ja. Und dann kommt der große Moment, wo er seinen Preis bekommt und wo er nochmal singen darf. Und was ich auch interessant finde, ist, der Erste, der aufsteht, um zu applaudieren, ist halt Jesse Buckley. Die Erste, die aufsteht, um zu applaudieren. Und ich glaube irgendwie, dass das nochmal zeigt, der ist halt so dement oder dem Tode nahe, dass es jetzt einfach aus ist. Ja. Es gibt keinen Widerstand mehr. Ich glaube, er hat zumindest den Bezug zur Welt irgendwie verloren. Ob er jetzt stirbt oder nicht stirbt, sei dahingestellt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so dieser berühmte Schalter, der umgelegt wird, dass er sich geistig zumindest verabschiedet hat aus dem Hier und Jetzt. Es war ja auch, das wird ja auch auf die Spitze getrieben, wenn man dann mal da so im Publikum guckt, da sitzt ja nicht nur Jesse Buckley, da sitzen ja auch seine Eltern. Und die sehen ja wirklich aus, als wären sie jenseits von Gut und Böse. Also das war auch wieder so dieses von wegen, ich meine ganz ehrlich, wenn er so steinalt ist, dann können die ja nicht mehr da sitzen. Ne? Ja, aber die waren ja dann alle so, die hatten ja dann alle dieses Make-up. Ja. Das dann so total, also auch so bizarr aussah. Ja, so theaterhaft halt wieder. Nicht, ne? Genau richtig. Ja. Ich muss wirklich sagen, als ich dann ihn gesehen habe, so Jake als alten Mann, dachte ich so, okay, für das Altersmake-up haben sie nicht so viel Geld ausgegeben. Ja. Und dann gibt es diesen Schnitt auf dem Publikum und dachte ich so, okay, ich verstehe. Es soll so. Ja, aber das Schöne ist, dass der Film, man könnte sagen, in der Szene geht eigentlich das Theater über die Bühne hinaus. Ja. Ne? Ja, Bühne ist ja eh ein großes Ding. Wie gesagt, vom Musical, es wird ja am Ende, die Sache, die er singt, ist ja auch aus dem Musical Oklahoma. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Thema, das sich überhaupt durchzieht. Ich würde jetzt fast sogar sagen, durch alle Charlie Kaufman-Filme seit Being John Malkovich gibt es immer eine Bühne. Ja klar, sicher. Das ist ja so sozusagen die Bühne des Lebens auch dann. Zum Beispiel in Synecdoche New York, wo es dann ja letzten Endes auch darum geht, dass immer mehr, also ihr habt den nicht gesehen, oder? Keiner von euch hat den gesehen? Ich kenne den, ja, doch. Das ist dieser Philip Seymour Hoffman-Film, ne, wo halt immer mehr Leute seine Rolle spielen. Ne? Das ist dann auch wieder, guckt euch Synecdoche New York an, das ist ein Geheimtipp. Guckt euch erstmal im Fick auf Ending Pfingst an und wenn ihr mit dem was anfangen konntet, dann könnt ihr sie den Duschen wieder gucken. Ja, also Charlie Kaufman ist generell halt speziell. Ansonsten guckt euch Spike Jones Filme an. Ganz ehrlich, mit Charlie Kaufman dann gleich mit den Duschen in New York anzufangen, so ein bisschen zu sagen, ich möchte schwimmen lernen. Ja, hier ist der Marianengraben. Ja. Ach ja. Ja, man muss Charlie Kaufman halt schon, also man muss darauf schon stehen. Manche werfen ihm ja auch durchaus vor, das ist so dieses Being weird, just of being weird, aber ich mag das unglaublich. Also ich habe mich. Finde ich gar nicht. Ich finde. Ja, dafür hat es zu viel Substanz. Ja. Das ist es ja. Eben.
Finde ich auch. Ich kann nur sagen, ich habe mich damals mit Being John Malkovich, habe ich mich in dieser Art von Erzählung und Meta-Ebenen-Spielerei wirklich verliebt, kann ich nicht anders sagen. Es ist halt einfach kreativ. Ja, hochkreativ. Dabei passiert ja auf der Handlungsebene. Also viele werden sich auch beschweren, dass hier dieser Film hier, dass der eigentlich relativ handlungsarm ist. Die Fahrt von der Farm nach Tulsi Town waren, glaube ich, keine Ahnung, so grob 35 Minuten nur im Auto, Dialog. Ja, und danach denkst du, oh Gott sei Dank, endlich aus dem Auto raus. Ah, lass erstmal ein bisschen spazieren gehen. Ja, die Dialoge sind auch ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Habt ihr noch irgendwas zur Nobelpreisverleihung? Nope. Eigentlich soweit nicht. Wenn du so fragst, hast du doch noch was. Ja. Nein, ich wollte nämlich noch auf was zu sprechen kommen. Ihr kennt das ja. Es ist ein Netflix-Film und normalerweise der Film ist zu Ende und hier fährt gerade ein lautes Motorrad vorbei. Normalerweise, wenn der Netflix-Film zu Ende ist und der Abspann wird eingeleitet, dauert es ja 3-4 Sekunden und dann ploppt dieses Fenster auf, was willst du als nächstes gucken? Und der Abspann wird minimiert. Automatisch. Mhm. Passierte bei diesem Film hier nicht. Nee, stimmt. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich bleib am Ball. Ich muss mal dringend pissen, aber es ist egal. Ich bleib am Ball. Ich hätte auch Pause machen können, ohne. Ach, verdammt, egal. Und am Ende des Films, also wirklich ganz am Ende des Abspanns, hört man, also kurze Erklärung, wir sehen halt dieses Auto vom Hausmeister, das komplett eingeschneit ist. Mhm. Und in dem er drin sitzt. Und wahrscheinlich erfriert, ja. Wahrscheinlich erfriert. Und am Ende des Abspanns hört man etwas. Ich kann es nicht ganz klar als Anlassen des Wagens identifizieren, aber es klingt nach etwas, was für mich wirkte wie, da springt wieder etwas an. Mhm. Die Frage ist jetzt, soll es bedeuten, der Hausmeister lebt und kann sein mörderisches Werk weiter fortführen? Vielleicht wird er auch defibrilliert im Krankenhaus. Ja, genau. Jetzt echt oder, hast du den Gedanken. Oder setzen sich die Gedanken halt weiter fort. Die Gedanken sind frei, bist du. Die Gedanken sind frei. Ja. Weil ich meine, kommt ein Sequel. Um das würde mich jetzt freuen, Zitat aus Inception: Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Und eine Idee ist ja auch immer ein Gedanke. Mhm. Ja, gut, stimmt. Mhm. Macht was draus, Leute, macht was draus. Lass mich jetzt nicht so. Ja, wenn du sagst, okay, wir behaupten, er sei nicht gestorben, sondern er wird bloß praktisch auf die dunkle Seite seines Geistes. Dann kann es ja unter Umständen durchaus sein, dass da, keine Ahnung, jetzt immer wieder mal ein bisschen was aufblitzt. Weißt du, wie ich meine? Wie so ein alter Motor, der halt mal anspringt, mal springt er nicht an. Es kann auch symbolisch so ein bisschen dafür stehen, dass er eigentlich so, er hat ja eigentlich ein Stück weit seine Vergangenheit getötet am Ende, ne? Vielleicht auch. Dass jetzt sozusagen, dass der Startschuss wieder so für sein normales Leben ist, in Anführungsstrichen. Aber ja gut, man muss da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Aber es hat schon bei Charlie Kaufmann. Sagst du jetzt mal nach einer halben Stunde Interpretation. Es hat schon, glaube ich, Sinn und Verstand bei Charlie Kaufmann. Ich muss allerdings sagen, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich auch nicht. Es ist schon interessant, ne, dass Netflix da dann das Fenster so offen lässt, ne? Aber das finde ich interessant. Ich hatte auch schon mal was, da war im Abspann was Relevantes passiert und dann kam das aber nicht, weil schon der nächste Film losgeht. Ich bin verwundert, dass das bei diesem Film dann tatsächlich so eingestellt ist oder so geht. Vielleicht hat sich Charlie Kaufman ja auch einfach in seinen Netflix-Vertrag schreiben lassen, dass er halt, dass Netflix nicht den Abspann ausblendet. Mhm. Ich weiß es nicht. Oft, oder es ist einfach so ein Algorithmus, all dieweil. Die meisten Abspänne kennen wir halt, das ist halt schwarzer Hintergrund, weiße Buchstaben. Und da sehen wir ja die ganze Zeit dieses Auto halt total verschwommen und dann halt die Buchstaben wie so bei einer Schreibmaschine, wo ich mir auch dachte, wetten, das Charlie Kaufmann den kompletten Abspann eigenhändig. Live schreibt also er jedes Mal Adaption des Grüßen. Ja, es könnte durchaus sein, dass der Netflix-Algorithmus, nenne ich es einfach mal, erkannt hat, okay, da ist ja nichts schwarz, da sind ja keine weißen Buchstaben, lass ihn mal weiterlaufen, mal gucken. Mhm. Weil ich kenne das, ich hatte auch schon ganz viele Filme, wo ich wusste, da kommt noch während des Abspanns oder nach dem Abspann was. Richtig. Und Netflix war einfach so, okay, wir müssen vorbei, hier ist der nächste. Schon interessant, ja. Aber was für ein grandioser Podcast. Wir haben Interpretation, ja, en masse, Deutung, en masse und jetzt auch ein Technikteil. Wahnsinn! Was kriegst du nur beim Titelstand? Und jetzt dann noch eine gute Verabschiedung. Ja, das war es mit unserem Podcast. Dann geben wir 5 von 5 Brrs für unseren Podcast. Genau. Das war unser Podcast. We are thinking about, I'm thinking of about ending things. Ja.
Freut euch auf den zweiten Teil des Films, I'm Thinking About Ending Things, Redemption, wo der Hausmeister dann komplett amok läuft, diesmal in einem Krankenhaus. Auf einer magenverseuchten Sau durch die Highschool reitet und schreit, I'm Thinking of Ending Things. Stimmt, ja. Wir haben gar nicht das animierte Schwein erwähnt, mit dem der Hausmeister am Ende nackt durch die Schule läuft. Das war echt bizarr. Und wieder frage ich mich, was würde passieren, wenn jemand, der den Film nicht gesehen hat, einfach mal hier mitten reinschaltet? Habt ihr drauf geachtet, die Stimme von dem Schwein hat man schon gehört, als sie an diesem Tulsi-Town-Ding vorbeigefahren sind, ja, am Anfang, an so einer Werbung. Mhm. Und man hat auch, glaube ich, schon bei ihm im Auto hat man schon diese Tüte gesehen. Ich dachte sogar, Stichwort Stephen King, das wäre Pennywise. Ja, aber jetzt ist gut. Wir halten uns, glaube ich, wie der Film, hier hast du was, mach was draus. Ne? Übrigens, das Schwein wurde auch gesprochen von Oliver Platt. Der hat hier laut der Credits, als ist er die Stimme. Ja, das passt. Das passt. Okay, es war mir eine große Freude, mit euch über diesen schönen, sehr schönen und sehr frei interpretierbaren Film zu reden. Vielen Dank. Ich bin ehrlich, ich bin durch. Ich schaue mir jetzt erstmal ein paar Chuck Norris-Filme an. Auch gleich. Ich guck mir den Paul, du hast deine Feuertaufe. Auf der Schorle. Gut bestanden. Ja. Mal gucken, was wir mit dir in Zukunft machen. Ja. Vielleicht so als kleiner Rekrut. Mal gucken. Also für den Film hier brauchten wir auch niemanden für die Inhaltsangabe. Deshalb hatten wir Christoph. Das stimmt, dabei. Das stimmt. Und ich hatte sie mir extra so schön aufgeschrieben. Aber ihr wolltet sie ja nicht hören. Ja, die fahren eine halbe Stunde durchs Eis und dann gehen die zu den Eltern. Fertig. Oder am Ende gibt es ein Eis. Okay. Gut. Machen wir es nicht doch schon länger, als es sowieso schon ist. Es war mir eine große Freude, mit euch zu casten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich sage Tschüss, Arrivederci, ciao, ciao und ihr dürft jetzt auch noch verabschieden, welche Reihenfolge ist mir vollkommen egal. Könnt ihr jetzt frei interpretieren. Ja, ich verweise nochmal auf die Kommentarfunktion und bitte auch feuerfrei für euch und ansonsten tschö. Ich verweise nochmal auf die weiteren Werke von Charlie Kaufman und nicht unbedingt, ja, fangt nicht mit Synecdoche New York an, aber hört euch den, zumindest den spoilerfreien Part, glaube ich, oder hattet ihr einen spoilerfreien Part von dem Podcast zu Bean Jomalkovich beim Telost an, den kann ich sehr empfehlen. Nein, wir haben niemals Spoiler. Wir haben immer, wir sind immer Spoiler. Aber ihr habt keine halbe Stunde Interpretation. So, macht's gut. Ciao, ciao. Und ich sage auch einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.